Matze, 2-0 verloren jetzt beim ersten Saisonspiel gegen Eintracht Braunschweig. Wie ist deine Gefühlslage, nachdem ihr wirklich eigentlich gut mitgekämpft habt, gut mitgehalten habt und bis zur 80. Minute eigentlich auch ja, einen Ausgleich vielleicht verdient gehabt hättet? Ja, gebe ich dir recht. Also wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber ich habe es vorhin schon gesagt den Kollegen, Fußball ist ein Fehlersport, ein Ergebnissport und ja, wir haben 2 Fehler zu viel gemacht und das reicht dann nicht gegen Braunschweig, um hier was mitzunehmen. Leider konnten wir selber vorne nicht die Durchschlagskraft heute an den Tag legen, aber ja, die Fehler waren zu viel, es gilt abzustellen und am Mittwoch, dass wir mit neuer Kraft nochmal versuchen, 3 Punkte zu holen. Was ist jetzt das Wichtigste bis Mittwoch, bis gegen Aue geht? Ja, das Gute ist in der englischen Woche, dass wir gleich wieder die Chance haben, es besser zu machen. Ich meine, wir werden es analysieren und wie immer, nach einer Niederlage werden wir versuchen, die Köpfe hochzunehmen und einfach es besser zu machen. Und das Gute ist, dass wir eben am Mittwoch schon die Chance dazu haben. Marc, 2-0 jetzt gegen Braunschweig verloren. Kannst du uns bitte dein Fazit zum Spiel geben? Ja, ist so ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich muss ja schon ein paar Szenen sehen, um alles richtig einzuordnen, aber auf dem Platz, wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich trotzdem in vielen Phasen ein gutes Gefühl gehabt. Wir haben geduldig gespielt, einen geduldigen Spielaufbau gehabt, haben, ich glaube, auch Braunschweig so weit wie möglich vom Tor weggehalten. Und ja, es sind dann Kleinigkeiten, die das Spiel entscheiden. Man hat es gesehen, einmal klar, erhoben wir den Ball, super, und dann verlieren wir wieder am eigenen 16er. Daraus entsteht dann das Tor. Und das zweite dann, nachdem wir aus der Pause kommen und wirklich, glaube ich, richtig gute erste 15 Minuten haben, wo wir wirklich Braunschweig so richtig vor Probleme stellen. Und kriegen wir dann wieder ein Tor in der, ich weiß nicht, wann es war, 70. oder so 75. Wo wir dann durchs Zentrum spielen wollen und da den Ball verlieren und so in den Konter laufen. Da muss man sagen, das lauern die Braunschweiger, die warten darauf, dass wir vielleicht übers Zentrum kommen und dann da gut zupressen. Und ja, da haben wir den in dem Moment in die Karten gespielt und das muss man sagen, das 2-0 war dann vielleicht auch der Knockout heute. Klar, hinten raus hatten wir noch 1-2 Bälle, wo wir vielleicht ein Tor machen können. Ob es heute aber gereicht hätte, zurückzukommen. Trotzdem muss ich sagen, dass die Mannschaft sich in vieles reingeworfen hat. Ich glaube, wir haben es geschafft, einen wirklich starken Gegner und Mitfavoriten dieses Jahr lange Zeit wirklich vor Probleme zu stellen. Und deswegen müssen wir schaffen, dass wir die guten Momente uns in Erinnerung behalten, die mitnehmen in die nächsten Wochen. Und die Dinge, die halt vielleicht trotzdem heute schiefgelaufen sind, auch noch einige sind, müssen wir abstellen, müssen wir an uns arbeiten. Und wenn das jeder tut, dann glaube ich, werden wir uns auch von Spiel zu Spiel steigern können. Jetzt habt ihr nicht lange Zeit, um euch gegen Aue nochmal vorzubereiten und nochmal irgendwie eine positive Stimmung jetzt mitzunehmen. Wann wollt ihr denn das Spiel jetzt abhaken und wie soll es dann weitergehen, dass ihr gegen Aue wieder auf Null seid und wirklich mit einem positiven Gefühl reingehen könnt? Ja, aber ich glaube, morgen früh werden wir das Spiel analysieren, dann, wenn das vorbei ist, dann haken wir es ab. Das ist im Fußball so, manchmal geht es Schlag auf Schlag. Das sind dann die englischen Wochen, das ist in dem Fall so, nachdem das Spiel auf Mittwoch angesetzt ist. Und dann haben wir ab morgen Mittag, beziehungsweise vielleicht ab Montag früh, den vollen Fokus wieder auf Aue. Und ja, ich glaube, wir können trotzdem positiv in die Sache, an die Sache rangehen. Natürlich ist es so, Erfolgserlebnisse tun immer der Stimmung gut und tut immer innenleben der Mannschaft gut. Und deswegen heißt es einfach, ein paar Dinge, wie gesagt, zu verbessern und uns am Mittwoch mit allem, was wir haben, uns einen Sieg erarbeiten, einen Sieg erkämpfen, auch erspielen. Und glaube ich, das ist die beste Medizin. Und deswegen sollten wir jetzt einfach auch nach dem Spiel, wie gesagt, über verschiedene Dinge reden, die nicht gut waren. Das Positive trotzdem mitnehmen, die neue Woche. Und dann greifen wir Mittwoch wieder an. Und das machen wir jetzt Woche für Woche. Von Spiel zu Spiel schauen wir da. Und dann glaube ich auch, dass die Mannschaft mit jeder Aufgabe an sich oder mit jeder Aufgabe auch wächst an sich. Und dann glaube ich auch, dass wir schnell Erfolge auch haben werden. Ja, erstmal Glückwunsch, Thorsten, und Eintracht Braunschweig zum Sieg. Kann man sagen, wie immer. Aber ganz so einfach ist heute nicht. Ich finde, wir haben ein ordentliches Spiel gezeigt, sind in der ersten Halbzeit gut ins Spiel gekommen. Die erste gute Möglichkeit im Ansatz durch Sebastian Griesbeck, der allein in 16er reingeht, leider, und dann ohne Abschluss. Beide Mannschaften haben es taktisch gut gemacht, haben wenig zugelassen. Viel im Mittelfeld passiert, ohne dass die großen Chancen rausgespielt oder gearbeitet wurden. Tja, und dann machen wir eben diesen Fehler im Spielaufbau, verlieren den Ball. Und dann ist es dann logischerweise auch die Qualität vom Gegner, der darauf wartet, gut abschließt, überreichen, leicht abgefälscht und wir 1-0 zurückliegen.
Trotz allem, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit sind wir wieder gut rausgekommen. Gute Chance durch Arne Feig direkt nach der Halbzeit und vor allen Dingen durch Marc Schnatterer, der einige gute Szenen in der zweiten Halbzeit gehabt hat. Fesic, ich glaube die 60. Minute war es, hat da den Ausgleich verhindert. Danach war das Tempo wieder ein bisschen raus. Wir hatten wenig Möglichkeiten. Der Gegner ist kompakt gestanden, hat gewartet auf Balleroberung, um schnell umzuschalten. Das ist natürlich die Gefahr dann in der zweiten Halbzeit, dass man dann das 2-0 bekommt. So kam es dann auch. Wieder spielen wir den Ball ins Zentrum rein, verlieren ihn, stehen offen, kriegen das 2-0 und dann war das Spiel entschieden. Insgesamt, glaube ich, haben wir viel dafür getan, um erfolgreich zu sein, aber eben diese Fehler gemacht, die so ein Spiel dann entscheiden. Für mich in einem ausgeglichenen Spiel. Wir hatten auch mehr Eckbälle, Standards, denke ich, auch wie der Gegner, haben wir kaum Gefahr entwickeln können und deswegen bleiben zwei Dinge hängen, die dafür verantwortlich waren, dass wir das Spiel verloren haben. Einmal die Ballverluste, die dann zu Gegentoren führen und das zweite ist, dass wir die 4, 5 gute Möglichkeiten, die wir gehabt haben, nicht entschlossen genug dann auch den Abschluss gesucht und getätigt haben. Und von daher, ja, nochmal ist zwar das gleiche Ergebnis, aber wenn wir die zwei Sachen wegdenken und abstellen, dann war es eine ordentliche Leistung und das wollen wir natürlich jetzt am Mittwoch gleich wieder gegen Aue besser machen. Thorsten, dir und Eintracht Braunschweig alles Gute, bis zum Rückspiel. Ja, Frank hat vieles gesagt. Für uns war es heute ganz wichtig, eben genau die Stärken der Heidenheimer zu wissen und die nicht zur Geltung kommen zu lassen. Das ist uns gelungen, weil wir bis auf wenige Ausnahmen, aber ich muss fast sagen, fast 90 Minuten wirklich sehr, sehr gut in der Organisation geblieben sind, um dann immer wieder halt auch mit Ballgewinn für Torgefahr zu sorgen. In der ersten Halbzeit gab es auch mehrere Möglichkeiten über unsere linke Seite. Im Abschluss, wenn wir die Abschlussposition besser besetzen, dann die eine oder andere Torchance dann auch noch zu vollenden. Und so war es mir ganz wichtig, heute eben mit Respekt dem Gegner gegenüber, mit seinen Stärken wissend, dass die Mannschaft wirklich 90 Minuten lang extrem gut, wie man so schön sagt, gegen den Ball gearbeitet hat, viele Laufwege gemacht hat, um Passwege zu schließen. Und das ist uns gelungen und zwei schöne Tore geschossen. Und deswegen sind wir froh, dass wir dieses Auftaktprogramm mit in Düsseldorf und jetzt Heidenheim, die grundsätzlich in den letzten Jahren immer sehr gut in die Saison starten, dass wir jetzt mit 4 Punkten erstmal so nach 4 Wochen Vorbereitungszeit gestartet sind. Und das soll die Jungs bestärken, dass wir wieder mit den Impulsen, die wir versucht haben zu setzen, in der Vorbereitung recht gut liegen und jetzt einfach auch weiterarbeiten müssen und werden für die nächsten Spiele. Frank auch wieder. Alles Gute. Bis zum 12. Spiel.